Guten Morgen! Wir sind, wie man sehen kann, wieder zu Hause. Ich bin gut braun geworden. Mein lieber Herr Gesangsverein. Obwohl ich gar nicht so richtig in der Sonne lag. Ja, wir sind wieder zu Hause. Ich mache euch mal hier eben das Ding dran. So, die Lamia und ich waren ein bisschen im Pool und haben uns etwas abgekühlt. Es ist mega heiß. Ich habe keine Ahnung, wie viel Grad wir haben. Aber es ist wirklich extrem heiß. Schau mal eben. Auf Insta kann man da immer ganz gut gucken, ne? Wie viel Grad es ist. Ich habe jetzt keine App dafür. So, machen wir hier einfach ein Foto. Ich gucke jetzt einfach. 33 Grad. 33 Grad haben wir. Echt mega heiß. Ist natürlich ganz schön. Ich kann mich aber nicht motivieren, einkaufen zu gehen. Deswegen habe ich Grillfleisch rausgeholt. Wir hatten noch Grillfleisch drin. Dann werde ich einen schönen Bohnensalat noch machen. Aber Wäsche waschen bin ich ganz fleißig. Also ich bin schon fleißig am Wäsche waschen. Und jetzt sehe ich gerade, dass der Akku nämlich leer ist. Muss den dann nochmal aufladen. Und ich bin jetzt, weil der Carlos Mittagsschlaf macht, ich muss wieder gucken, dass der so ein bisschen die Routine reinkriegt. Der ist nämlich sehr, sehr müde gewesen. Hat schön gespielt, aber dann war auch durch. Hab den hingelegt und seitdem schläft der auf. Wir mussten übrigens gestern auch, der hatte Fieber. Wir wollten eigentlich noch in Österreich ein bisschen bleiben, also im Hotel, in der Seitenalm. Und frühstücken, ein bisschen spielen, vielleicht nochmal an den Pool, weil es gestern auch super heiß war. Und dann irgendwie nach dem Mittagessen losfahren, aber das ging nicht. Der Carlos hat leider gefiebert über die Nacht. Und ich glaube, das war vielleicht auch einfach zu viel für den. Der hat ja nicht wirklich viel Mittagsschlaf gemacht und war immer sehr früh wach und so weiter. Und dementsprechend, ja, hat ihm das nicht so gut bekommen. Und am Ende hat er dann Fieber bekommen. Jetzt sind wir dementsprechend nach dem Frühstück sofort nach Hause gefahren. Der hat auch fast die ganze Fahrt geschlafen. Der war so lieb. Der hat einfach keine Kraft, irgendwie zu weinen oder zu meckern oder irgendwas zu machen. Der hang da wie so ein Häufchen Elend im Auto. Und die Rückfahrt war wirklich dadurch, dass der krank war, sehr, sehr angenehm. Keines der Kinder hat irgendwelche Mucksen gemacht. Und diesmal haben wir ein bisschen länger gebraucht, 10 Stunden statt 8, weil wir öfters Pause gemacht haben, weil wir tagsüber gefahren sind. Da mussten die Kinder natürlich mal zwischendurch raus. Da waren wir essen bei Meckes und Pipi-Pausen und so weiter. Ja, und dementsprechend muss ich jetzt gucken, dass der wieder ein bisschen Rhythmus reinkriegt, was Mittagsschlaf angeht. Aber der schläft sehr gut. Heute ging es ihm auch wesentlich besser schon, nachdem er in seinem Bett geschlafen hat, richtig schön. Und ich denke mal, nach dem Mittagsschlaf wird der wieder fit sein. Also da mache ich mir keine Gedanken. Ja, und ansonsten ist es sehr, sehr heiß. Die Lamia ist drin und guckt ein bisschen Paw Patrol. Und die Joanna ist in ihrem Zimmer. Die musste auch ihren Koffer auseinandernehmen und alles in den Schrank vernünftig packen, was sie nicht angezogen hat. Und wie gesagt, alles andere bin ich dabei zu waschen. Gott sei Dank war es jetzt nicht so viel. Das geht ja recht schnell dann. Und ansonsten werden wir gleich den Grill anschmeißen und dann gemeinsam draußen essen. Und wie gesagt, die Lamia und ich, wir waren schon im Pool, haben uns schon was abgekühlt. Das hat so gut getan. Huhu, der Tommy, der ist gerade vom Getränkemarkt gekommen. Der hat nämlich gerade noch Getränke geholt. Und Eis, lecker Eis. Wir haben gerade zusammen noch gegrillt. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Kamera nochmal aufgeladen. Viel ist heute nicht passiert. Wir waren nochmal bei Oma und Opa, damit die Kinder Oma und Opa sehen. Die haben nämlich schon danach gefragt, nach Omi und Opi. Und dann waren sie dann nochmal im Pool und dann sind wir nach Hause, haben gegrillt. Und ansonsten sind die Kinder jetzt draußen. Opa ist immer noch da und isst jetzt ein Eis. Und die Joanna, die hopst mit Lamia im Pool rum. Und ich wollte ein kleines euch was zeigen. Und zwar ist jetzt die Woche 2 aktiv.
aktiv mit den Rabatten, mit den 20%. Und letztes Mal habt ihr so zugeschlagen, das AHA-Peeling war komplett ausverkauft und das Body-Peeling war komplett ausverkauft. Ihr seid der Wahnsinn. Und jetzt kommt natürlich die nächste Woche dran, jetzt mit den 20%. Ich trage euch das alles nochmal unten in der Infobox rein. Deswegen werde ich dieses Video auch recht früh hochladen, weil die Sachen teilweise schon sehr schnell ausverkauft waren. Und zwar fangen wir mal an mit dem Face Watch. Das ist so ein Reinigungsmittel. 180 Grad Face Watch, Face Wash, das Gesicht zu waschen. Es ist aktives Vitamin C da drin. Das heißt also, es arbeitet richtig knallerhart. Ihr reinigt euer Gesicht wirklich richtig gut damit. Super auch in Kombination mit dem Lumi. Oder wenn ihr den Lumi nicht habt, wenn ihr sagt, oh, das ist mir noch vielleicht zu teuer oder ich mag es nicht mit so einer Bürste zu arbeiten, möchte aber trotzdem was wirklich Wirkstoffkosmetik haben, die, wo ich auch sehe, dass sich ja was tut, ist das hier die perfekte Reinigung auch für alle, die Akne-Narbe haben, die Pigmentstörungen haben, die Wert auf eine Tiefenreinigung legen. Und zwar ist aktives Vitamin C hier drin. Das ist so ein bisschen gelartig, wundert euch nicht. Ist so ein bisschen dicker. So sieht es aus. Und ja, ist ein bisschen pastig. Was ihr nicht machen dürft, wenn ihr auf eure Hände macht, das die Reinigung, dass ihr das nicht in den Händen verteilt, weil dann aktiviert ihr sofort das Vitamin C. Das ist viel zu schade. Ihr macht es auf eure Hände drauf und packt sofort aufs Gesicht und fängt sofort an, bitte zu reiben. Ich habe jetzt auch schon einen Apfel einmal in der Mitte durchgeschnitten, um euch gleich mal zu demonstrieren, wie das hier arbeitet. Ja, das wirklich, dass der Apfel schält jetzt einfach mal eure Haut da. Und jetzt kommt da Luft dran und alles prasselt hier drauf, was so in der Atmosphäre rumschwirrt. Und wir sind hier noch nicht draußen. Da sind noch keine UV-Strahlen drauf. Also wirklich nur das, was hier drin so ist. Ja, mein Schatz? Ich auch. Möchtest du auch ein Eis? Ja. Okay. Bitte. Babam. Bitte. Babam. Babam. Bitte. Danke, bitte. Ja, das ist natürlich drin. Und ich habe natürlich auch die Hyaluron-Tuchmaske. Ist auch unten in der Infobox verlinkt. Plus den Line-Korrektor. Line-Korrektor ist einfach mega geil. Den habe ich aber jetzt im Kosmetikstudio, weil ich da sehr oft mit Kundinnen damit arbeite und habe jetzt ihn nicht im Laden. Wenn ihr Fältchen habt, also Labialfalte oder halt hier die Zornesfalte, Lippenfältchen, Augenfältchen, das bewirkt wahre Wunder. Das ist unglaublich, dieses Serum. Und das kann ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr schon ja, so die kleinen Fältchen habt. Jo! Das ist richtig geil. Und jetzt warten wir mal, dass der Apfel sich verfärbt und dann zeige ich euch gleich mal, wie wir mit der Reinigung ein richtig geiles Ergebnis bekommen und das natürlich dann auch auf eure Haut. So, ich habe es jetzt schon auf Insta gezeigt, werde jetzt hier also aber nochmal zeigen. Und zwar werde ich die Hälfte von einem Apfel nehmen. Das wirkt hier schon, das wirkt schon. Ich werde es euch hier auch nochmal zeigen, dass ich wirklich das Produkt auch benutze. Reibe den Apfel damit direkt ein, jetzt sehen wir unser Gesicht, also man sieht es doch schon. Also wenn da nicht zuschlägt, dann den kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Nein, ernsthaft jetzt, also das ist Wirkstoffkosmetik, ja, sie wirkt sofort. So, das ist jetzt unser Gesicht stellvertretend. Wir gucken mal, der eine Apfel, ja, schrunzelig werden wir irgendwann alle mal. Und, also man sieht es doch mal ganz deutlich, ja. Pigmentstörungen, Pigmentflecken, Aknenarben, Hautunreinheiten. Also das ist einfach eine Reinigungspaste, die einfach genial ist. Also das Vitamin C, das aktive Vitamin C arbeitet wirklich sofort. Ihr habt wirklich hochdosierte Wirkstoffkosmetik. Kein Wischiwaschi, wie ich immer so sage, von irgendwo für 99 Cent, was nichts wirkt, sondern es wirkt direkt nach der ersten Anwendung. Gerade im Sommer leiden ganz viele, zum Beispiel auch Altersflecken und so weiter, ne? Mega dafür geeignet. Also sehr, sehr schön. Auch super, um Dehnungsstreifen, Schwangerschaftsstreifen am Po, am Bein oder am Bauch oder wo auch immer man Dehnungsstreifen hat, die aufzuhellen. Mega geil. Mega, mega geil. Also guckt euch das mal, ich komme nicht auf klar. Ich liebe sowas, ja. Ich könnte euch jetzt wieder hier stundenlang voll quatschen, aber ich lasse es jetzt. Also, wir werden aber uns morgen früh nochmal hier den Apfel angucken. So, mal hübschen. Ich bin im Auto und bin jetzt auf dem Weg zum Laden. Ich habe mich schon wieder umgezogen.
Carlos habe ich jetzt ins Bett gebracht. Die Mädels spielen oben Switch. Das ist heftig. Die Kinder spielen Switch unten bei Joanna. Und ja, da wollte ich mal gucken, wie es im Laden aussieht. Und ich habe jetzt meine Termine auch gar nicht so auswendig im Kopf. Also ich meine, ich hätte morgen früh einen Termin, bin aber nicht hundertprozentig sicher. Und dementsprechend muss ich mal eben gucken gehen. Plus ich muss noch den Line Corrector holen, den wollte ich ja nochmal auf Insta zeigen. Und das Galvanic Spa Gerät. Und dann wollte ich nochmal eben zu Edeka Weintrauben und Wassermelone kaufen. Ich wollte für morgen Weintrauben einfrieren. Hatte ich bei der Anna gesehen auf Insta und habe ich gedacht, komm, das wäre cool, kannst du auch mal machen. So zum Snacken. Da habe ich jetzt das ja auch gemacht. Ich weiß nicht, warum ich nicht selber auf die Idee gekommen bin. Auf jeden Fall, ja, Weintrauben und Wassermelone wollte ich noch holen, habe ich vergessen. Ja, genau, die zwei Sachen wollte ich noch machen. Und dann ab nach Hause. Und dann überlege ich, ob ich noch live gehen soll auf Insta oder nicht. Und ich hatte letztens übrigens auch schon eine Diskussion mit meinem Netzwerk über das Thema Kommentare deaktiviert. Das sind nicht wir, das ist YouTube. So, da bin ich. Hier sind die Pakete, die möchte ich morgen alle fertig machen und zur Post bringen. Habe ich heute leider überhaupt nicht geschafft. Und den Line-Korrektor habe ich auch hier. Da ist er. Line-Korrektor for life! Testen wir gleich zusammen aus. Und jetzt habe ich noch die Post reingebracht. Mache ich aber als morgen in Ruhe. Und den Galvanic habe ich auch dabei. Und jetzt geht es schnell zu Edeka. Hoffen wir mal, dass sie noch leckeres Obst da haben für mich. Ausmachen. Und ich habe morgen keinen Termin. Ich habe mich vertan. Das ist nächste Woche. Ich war schon eine Woche weiter. Aber ich habe nächste Woche einen Termin. Diese Woche nicht. Habe ich extra, glaube ich, so belegt. Ich habe schon fast gedacht. Wegen dem Urlaub. Dass das nicht so stressig wird. So. Gut. Rutscht mein Handy. Ich hoffe nicht. Hallo. Ich habe gedacht, ich gehe mal live und nehme euch mal ein bisschen durch meine, tada, es wird Licht, Abroutine mit. So, und so habe ich ja letzte Woche, war ich ja im Urlaub und habe euch nicht so richtig die Produkte gezeigt, die dann jetzt in der Aktion sind, ab morgen. Ich habe gedacht, ich gehe einfach live und mache das direkt mal. Ich habe euch ja gerade schon das Face Wash gezeigt, das werde ich jetzt auch direkt benutzen. Jetzt gucke ich mal gerade, da. So. Ich werde jetzt hier mein Gesicht nass machen. So, und das ist halt das Face Wash. Die 180 Grad Paste, so sieht die aus. Tada, und einfach nicht verreiben, sondern einfach mal einen Blick nehmen, verteilen. Also man sieht schon, dass das richtig eine Paste ist. Und es wird warm. Vitamin C wird warm. Welches benutzt du? Ja, das 180 Grad Reinigungsgelpaste und die ist ab morgen minus 20% Pigmentstörungen und zu den Lumi nochmal eine zusätzliche Reinigung brauchen. Das ist mega. Die Haut fühlt sich, also sieht man das? Was ist das bitte? Mega. So. Natürlich, nach dem Reinigen, bitte immer schön tonisieren. Tonic, Gesichtswasser, um die Haut auf die kommende Pflege vorzubereiten. Wo habe ich denn? Ich habe so viel Zeug, wenn ihr wissen würdet, wie das hier aussieht. Meine ganze Pflege, es wird immer mehr mittlerweile. So, dann brauche ich natürlich auch noch mein Wattepad. So, die ist mit Hyaluron getränkt und die ist richtig spooky, so mit Geistermaske. Also man sieht, die ist richtig krass. Also die trieft ja schon. Das hier bitte nicht wegschmeißen. Ihr könnt die Maske nämlich
dann nochmal da reinmachen und die nochmal nutzen. Zeige ich euch aber gleich. Nämlich auch ein schöner Hack. Da ist sie. Die ist richtig schön. Uiuiui, die flutscht aber. Tada! So, oh, die ist so schön kalt jetzt. So, ich flippe aus, wie geil. So. 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 Manchmal gar nicht so einfach, das hübsch drauf zu machen. Voll spooky. Natürlich sollte die, so mein Kopf ist, dann, ist natürlich recht groß. Mein Kopf ist nicht so riesig. So. Gut, oder? So. Jetzt bleibt die. Boah, ist das schön kalt. Gerade bei den heißen Temperaturen jetzt. Mega. Richtig nice. Nice, nice, nice. Guten Abend. Wie oft machst du dir deine Maske drauf, Rosi? Einmal die Woche Minimum mache ich mir eine Maske drauf. Einmal in der Woche, mindestens. Kommt nicht mal drauf an, wie meine Haut es gerade braucht. Feuchtigkeit geht immer. Egal welcher Hauttyp. 20 Minuten drauf. Und dann schauen wir mal ein Handtreffen geben. So, Maske ist runter. So, ich habe die Maske jetzt hier reingemacht. Ich muss jetzt gleichzeitig vloggen. Ich habe die Maske reingemacht und mit Hyaluron, mit meinem Hyaluronspray einfach reingesprüht und dann mit dem Clip zumachen und dann ab in den Kühlschrank und man kann ihn super dann nochmal ein zweites Mal benutzen. Den Rest klopfen wir natürlich ein, da wird nichts Verschwendetes. Schon was gegen Anti-Aging machen möchten. Der Line-Korrektor, der ist ab morgen auch -20%. Und jetzt, wo mache ich denn? Ich bin gut dabei mit der Pflege, deswegen kann ich sagen, dass ich mit 36 echt eine gute Haut habe. So, also, ich habe nicht so viel Falten. Machen wir nur eine Seite. So, ich mache das jetzt hier drauf. Ist der Line Corrector? War schon zu viel. So, ich mache nur hier. Weil hier sieht man das auch und hier. So, das da sehe ich einfach mal. Also eine kleine Pipette hier vorne, ganz spitz. Und dann könnt ihr wirklich punktual da, wo ihr eure Falten habt, die Creme drauf geben. Und entweder ihr tupft die ein, das werden die meisten von euch machen, weil ich weiß, dass ihr von mir hier noch nicht den Galvanic habt. Also einfach auftupfen und einklopfen und dann ist die schön prall, die Falte wieder aufgefüllt und ist nicht so tief. So, und jetzt kommt der Galvanic. Und ich muss ein Wattepad haben, was ein bisschen nass ist. So, arbeiten wir das hier richtig schön ein. Dadurch, dass wir mit galvanischem Strom arbeiten, muss man natürlich, man hat... Aha, es piept, es tut sich was. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich arbeite das jetzt einfach hier rein. Das ist galvanischer Strom. Jeder Mensch hat in sich, in seinem Körper, galvanischen Strom. Also jetzt müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr das benutzt, dass ihr ein Gewicht kriegt. Das schleust die Wirkstoffe tiefer in die Hautbarriere rein und bringt die Wirkstoffe da rein, wo sie hingehören. Ja, das hier nur einmal die Woche, das muss man nicht jeden Tag benutzen. Das ist ja wirklich ein Spa-Gerät für zu Hause. Gibt es auch noch einen Körperaufsatz gegen Zellulite, Orangenhaut und so weiter. Aber das ist alles dann zu viel, um das hier alles zu erläutern. Voll heiß. Ja, ist echt mega heiß. Ich glaube es gar nicht, ey. Mega. Jo, so sieht's aus. Das sind die Produkte, die dann ab morgen zu bekommen sind. Macht es Spaß, das zu machen, Rosi? Ja, ich liebe sowas. Also wer mich von Anfang an kennt, weiß, dass ich könnte mich stundenlang hier im Badezimmer mit beschäftigen. Blinzelst du auch? Damit beschäftigen. Krass, ich liebe es. Ja, das Gerät ist ein bisschen teurer, aber da kannst du mir gerne schreiben. Man sieht schon einen Unterschied. Krass, oder? Und ich bin nicht, also faltig oder so. Aber wenn ihr wirklich eine Zornesfalte habt oder eine Nasolabialfalte hier unten am Auge, da
Das ist der Knaller. Also ich versuche mal ein paar Fotos zu bekommen von Kunden, die das benutzen von mir. Dass ich euch ein schönes Vorher-Nachher-Bild irgendwann mal posten kann. So. Ja, ich denke, das ist jetzt okay. Boah, das sieht man aber schon deutlich. Jetzt würde ich mir wünschen, ich hätte eine tiefere Falte. Ja, so sieht es wird ein bisschen rot. Ja, es wird rot, das ist normal, weil wir hier Wirkstoffe in die Hautbarriere reinschleusen. Und da die Wirkstoffe arbeiten, ja. Also wir sind hier nicht... Na gut, schön, hat den Preis. Da. Ende. So. Den Rest... Doch, man sieht das hier voll. Guck euch das mal an. Das sieht man. Oh, krass, guckt euch das mal jetzt an. Und hier. Das sieht man echt ziemlich gut. So, ihr Hübschis. Das war mein Live. Hab gedacht, ich nehme euch mal mit. Da muss ich ja nicht direkt zweimal drehen. Und jetzt geht's ab nach unten. Dann nehme ich nochmal die Maske mit. Die kommt nämlich jetzt in den Kühlschrank. Und am Donnerstag, wenn es so knallheiß wird, werde ich die dann nochmal benutzen und auftragen. Yes. So, ich zeige euch hier nochmal den Apfel. Na, wird mal hier. Guckt euch mal den an, wie der aussieht. Und der sieht doch toll aus, oder? Sehr schön. Das ist die Reinigung, die 180 Grad Face Wash Reinigung. Link ist unten.